Willkommen in 1001 Nacht. Heute machen wir die coolsten Belly Dance Moves. Legen wir gleich los. Ich gehe mal von hinten nach vorne, rolle ich so auf, was mir am meisten gefällt. Und du versuchst das nachzumachen. Ich erkläre das auch alles Schritt für Schritt, dass du das nachverfolgen kannst. Okay, als allererstes, was mir am meisten gefällt und ich cool finde, mich an Shakira erinnert, ist die Bauchwelle. Geht von oben nach unten. Nimm mal die Arme weg. Und genauso wie von unten nach oben. Ich zeig's von der Seite nochmal. Von oben nach unten. Von unten nach oben. Von unten nach oben ist halt die Königsklasse, aber das schafft ihr. Ich glaube an dich. Ich erkläre die Schrittreihenfolge langsam. Bis man das komplett isoliert machen kann. Das fördert, glaube ich, auch die Verdauung, soweit ich weiß. Also, ist es so, dass du erstmal mit der Hüfte und Knie mitbewegst. Also die Gelenke sind locker. Und fängst dann mit normaler Welle an zu arbeiten. An, mal die Arme weg. Und irgendwann wirst du immer kleiner und isolierter und isolierter. Aber dafür ist es eben wichtig, dass man diese Welle übt. Und nicht demotivieren lassen, weil das kann schon einige Wochen bis Monate, einige brauchen ein paar Jahre, bis es perfekt ist. Aber der Weg ist das Ziel, richtig? Und wie gesagt, das ist ja verdauungsfördernd. Deshalb kannst du das ja jeden Tag machen, nach dem Essen quasi. Ja? Wichtig ist, dass man den Bauch raushängen lassen kann. Das lassen die meisten Frauen, das weiß ich. Ich mochte das auch nicht so, aber oh, sieht gut aus. Oh, von da geht's los. In Hohlkreuz ziehst das Becken nach vorne und wieder einfallen lassen. Nach vorne, das ist die Welle als erstes. Und wie gesagt, dann Bauch. Aber die Welle an sich ist ja auch schon eine Bauchtanzbewegung. Der könnte an Platz 6 und dann kommt Platz 5, eine Steigerung, isolierte Welle, ja? Und von andersrum. Super, das kannst du jetzt schon weiter üben, nach jedem Essen, also 10 Minuten satten lassen und dann die Verdauung fördern. Oder abends. Man kann es auch sehr, sehr gut auf dem Boden üben, das zeige ich dir auch schnell, weil ich weiß, diese Welle wollen viele können. Du legst dich einmal hin und ziehst den Bauch ein, rollst langsam nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Hoch, Bauch raushängen lassen und einknicken und von oben nach unten die Wirbel ablegen. Super Beckenbodentraining, auch für Schwangere geeignet, nach Schwangerschaft. Das ist die Übung für die Frauen überhaupt. Man bekommt auch noch knackigen Po. Hohlkreuz nach oben und knick, Wirbel für Wirbel ablegen. Hoch und ab. Und das Coole ist, man kann auch den Boden putzen damit. Geht man einmal im Kreis. Okay, gut. Das war meine Number 5. Genau. Dann liebe ich die Nummer 4. Die Achter mit dem Bein. Du gehst rein, raus. Rein, raus. Ich zeige das Endergebnis quasi. Und rein, raus. Rein, raus. Das kommt alles aus der Hüfte. Das heißt, du stellst dich hier seitlich hin. Das Bein nach hinten. Becken geht vor. Also der schiebt hier schräg rüber und der Fuß geht so mit und du musst das Knie knicken. Nach vorne das Bein und dann knickt die Hüfte nach hinten und zurück. Also das ist so wie, das Bein muss locker sein, Hüfte geht und das Bein geht einfach nur mit vor und zurück. Ja? Aber man muss locker bleiben. Der größte Fehler, den man macht am Anfang, ist, dass man versucht das Bein und dann ist das ziemlich komisch, ne? Kann man gleich gar nicht Gleichgewicht halten. Ist nach vorne. Nach hinten, nach vorne, nach hinten. Perfekt. Genau, und danach könnte man auch direkt die Bauchwellen machen, wenn man lustig ist. Und andere Seite. Und hinten, Becken ist hinten. Du schiebst das Becken wirklich hier nach vorne, zurück, nach vorne, zurück, nach vorne, zurück. Und wie gesagt, wenn du magst, noch die Bellywellen hinter oder nur die Bauchwellen. Wir wechseln beide. Wir können kombinieren. Warum nicht? Ja, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1. Und nur die Bauchwellen. Und einmal noch die andere Seite, bis wir weitermachen. Und vor, zurück. Und die Bauchwellen. Sehr schön. Super. Sehr gut. Das waren 5 und 4. Nummer 3. Ich liebe alles, was mit Armen zu tun hat, sehr gerne. Also, die Fliegebewegung, wo du die Wellen nach außen machst,
Genau. Oder nach innen. Und da kann man zum Beispiel auch wieder Wellen, komplette Wellen dazu nehmen. Man kann das ja auch alles verbinden oder eben isoliert machen. Oder die andere Richtung. Ich erkläre es kurz. Ich nenne das Fliegen. Arme sind seitlich, locker. Schulterblätter nach oben. Einmal einquetschen. Hoch, seit. Ja, ist so wie Flügel öffnen. So. Das mit Atmen hilft ein bisschen. Du gehst. Und alles auslassen. Und aus. Ein und aus. Von der Bewegung. Hoch, hoch, Hand und Finger. Also du bewegst eigentlich jedes Gelenk. Schulter, Ellenbogen, Handgelenk und die Fingergelenke. Ja? Als hättest du Kraft rausgenommen. Ja? Und das lässt es so weich aussehen. Also so übe ich das dann auch immer. Kannst ja auch jemanden deine Hände halten lassen und bewegen lassen. Du musst loslassen beim Bauchtanz, sonst funktioniert das nicht. Also, und hoch, 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 hoch. 4, 3, 2 und locker lassen. Perfekt. Das kann man sogar hier mit dem hier kombinieren, ja, wenn man möchte. Wenn man möchte. Und auch mit Bauchwellen. Ja, dann wird es ja noch spannender alles, ja. Okay, Nummer 2. Sind die Achter in der Hüfte. Und zwar, man nennt das auch Mayas. Du gehst, ich zeige erstmal, wie es aussehen soll. Ja, sieht aus wie Hüftwellen. Also wir zeichnen Achter von oben. Du gehst mit der Hüfte hoch, schön quetschen, seit tief. Also beim Bauchtanz darf man keine Panikanfälle haben, wenn irgendwas quetscht oder sogar ein bisschen Speck ist ganz gut, weil dann wackelt alles ein bisschen besser und sieht auch weicher aus, ja? Seit. Und seit. Seit. Hoch, seit, tief. Hoch, seit, tief. Ich sage immer so, wenn du Hosentaschen hast, als wolltest du die leeren und zur Seite schmeißen. Hosentaschen raus. Alles ausleeren. Jetzt werden eure Hosentaschen auf jeden Fall immer sauber sein. Immer ausleeren, eingreifen, ausleeren. Immer schön nach außen. Nach außen, nach außen, nach außen. Und mit den Armen kann man verrückte Sachen machen, wenn man möchte. Sehr schön. Okay, und das Letzte ist die Spirale. Das ist wirklich auch sehr gut für die Wirbelsäule. Du bewegst wirklich komplette Wirbelsäule, alle Gelenke beim Bauchtanz. Und zwar, die Spirale sieht so aus. Also Körperspirale. Wenn man nur Oberkörper macht. Man kann auch die Arme dazu nehmen in der Spirale. Auch Kopf, wenn man möchte. Und alles bewegt sich wie von selber, ne? Also, man legt los hier oben. Wir machen nur die Spirale, die einfachere Variante. Vor, seit, rück, seit. Also, der Oberkörperkreis ist klar. Ihr bewegt nur Oberkörper, als wäre dann alles fixiert, zementiert. Also, rum. Und bis du das vollendest, ich zeige es von der Seite. Vor, seit, rück, ist das Becken automatisch vorne. Geht das Becken rum. Und dabei ist wichtig wieder, dass du die Knie leicht gebeugt hast. Vor, seit und die Hüfte. Hier stopp. Zurück nach vorne und dann geht der Oberkörper in die andere Richtung. Also von oben nach unten, von unten nach oben. Ja, also. Vor, seit, hinten, Becken, vor, seit, hinten, stopp, rück, seit, vor, Brust, rück, seit, vor, ist nacheinander. Oben fängt an, unten, unten, oben, ja, in diese Ebene verschieben wir also. Rum, Hüfte und, genau, und wie du siehst, ich variiere auch, das ist wie eine Spirale aussieht, beziehungsweise eine Schraube, wie die reingezogen wird. Wenn du die Schraube reinziehst, ist es ja auch, dass es tiefer geht. Und so musst du es vorstellen. Ich stehe gerade und gehe Brustkorb. Und sobald ich tief gehe, beuge ich die Knie ein bisschen mehr. Ich übertreibe ich natürlich. Man macht es ein bisschen kleiner. Also wenn du Brust machst, bist du oben. Wenn du Hüfte machst, bist du unten. Also oben, unten und von unten nach oben und oben. Und dann kann man das ewig lang weitermachen und damit rumlaufen. In jegliche Richtung. Ich hoffe, du hast was gelernt. Üben, üben, üben ist die Devise.
Ich freue mich auf das nächste Mal mit euch.